Erklärvideos selbst erstellen mit VideoScribe. Das ist jetzt das nächste Tutorial zu diesem Thema. Und wir haben ja bis jetzt schon eine Szene erstellt. Und in diesem Tutorial soll es jetzt darum gehen, wie man weitere Kameraeinstellungen vornimmt und vor allem, wie man dann eine zweite Szene erstellt, wo einfach die Kamera dann rüber switcht. Also bleib jetzt dran. So, ich bin jetzt hier schon in VideoScribe eingeloggt und hier siehst du das Projekt, das wir bereits erstellt haben und das werden wir jetzt weiter bearbeiten. Also ich klicke jetzt hier auf diesen Stift, um das weiter zu bearbeiten, hier auf dieses Häkchen. Und jetzt bin ich hier in meinem Projekt und ich zeige dir jetzt nochmal, was wir bis jetzt gemacht haben. Ich gehe hier auf Abspielen, wird jetzt mal hier dieser Computer gezeichnet und hier ist ganz wichtig zu sehen, hier wird rangezoomt. Also jedes Objekt wird hier ganz speziell für sich selbst gezeigt und gezeichnet. Jetzt zoomt sie runter zu meiner Domain oder zu meiner Webadresse. Und erst zum Schluss wird das jetzt wieder als Gesamtes angezeigt. Und das kann man ändern. Das kann einerseits ganz gut sein und gut aussehen, aber man möchte auch oft eine komplette Szene auf einmal gezeichnet haben. Und wie man das macht, das zeige ich dir jetzt. Du machst dazu folgendes. Man kann ja diese Objekte hier alle einzeln anklicken, dann sind die markiert. Und wenn ich jetzt alle drei markiere und dann einen gewissen Eingriff vornehme, dann wird das auf einmal gezeichnet und das zeige ich dir. Also ich markiere mir jetzt hier den ersten Bildschirm, dann drücke ich auf Control und halte Control gedrückt und klicke dann jetzt hier weiter rüber. Und jetzt sind, wie du siehst, alle drei markiert. Und jetzt klicke ich hier drüben auf dieses Kamerasymbol. Es Set Camera to Current Position. Da klicke ich jetzt drauf. Und jetzt werden mir diese drei Elemente auf einmal abgespielt. Und das zeige ich dir jetzt. Ich zeige dir jetzt hier die Vorschau. Du siehst, hier bleibt jetzt die Kamera einfach fest. Jetzt kommt hier der Haifisch im Fernseher. Das wird jetzt alles als Gesamtbild gezeichnet. Und das ist genial. Und das Zoom-Momente, das nehme ich jetzt hier noch raus. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass das einfach so bleibt. Und jetzt habe ich hier alles auf einmal gezeichnet. Das war mal der erste Punkt, den ich dir in diesem Video zeigen wollte. Und jetzt zeige ich dir noch, wie du eine zweite Szene erstellen kannst. Und dazu machen wir jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt mal hier runter auf 100%, damit ich das besser sehen kann. Und klicke jetzt einfach hier drüben irgendwo in diese Leinwand und schiebe diese gesamte Szene hier raus. So, die schiebe ich hier raus, damit ich das nicht mehr sehe. Und jetzt habe ich einen neuen Bereich und hier kann ich jetzt wieder Bilder einfügen. Das machen wir jetzt. Ich nehme jetzt hier einfach hier diesen Mann. Dann mache ich einen Text dazu. Das ist Benjamin und ihm ist langweilig, schreibe ich jetzt mal. Ziemlich sinnlos dieser Text, aber ist ja egal. Wähle mir hier wieder die Schrift aus. Das lasse ich jetzt mal auf Schwarz, könnte ich aber wie vorher gezeigt hier ändern. Ich lasse das jetzt aber hier auf Schwarz. Okay. So, der Text ist mir zu groß. Klicke ich jetzt wieder rein und mache den kleiner. Schreibe den Text jetzt hier drüben hin und dann machen wir noch ein kleines Bild dazu. Zum Beispiel, ja, was nehme ich? Ist ja egal, diese Spinne, weil sie schon da ist. Die mache ich jetzt kleiner und schiebe die ein bisschen quer und hier rüber. Und wenn ich jetzt hier auf dieses Männchen klicke und das abspiele von dort weg, also wenn ich jetzt hier auf diesen Pfeil klicke, auf den rechten Pfeil, dann zeigt mir VideoScribe die Szene von diesem Männchen weg, also von der zweiten Szene. Und ich zeige dir jetzt nochmal, wie die jetzt aussieht. Das spiele ich jetzt mal ab. Also du siehst, hier kommt das Männchen. Und jetzt zoomt hier wieder wie vorher einfach raus und zeigt jedes Element für sich selbst. So, fertig. Und genau das ist vor allem jetzt zu groß. Genau das möchten wir hier aber nicht.
Ich ziehe das jetzt hier noch ein bisschen runter. Ich möchte wie zuerst, dass das alles auf einmal gezeichnet wird. Das möchte ich haben. Also klicke ich jetzt hier wieder auf dieses Männchen, gehe auf Control, klicke auch wieder die weiteren Elemente an, gehe hier wieder auf die Kamera wie zuerst. Wenn ich jetzt hier wieder auf diesen Abspielbutton klicke, wird es wieder von das Z. Hoppla, das war jetzt falsch, weil ja noch die Spinne markiert war. Das wollte ich jetzt so nicht. Ich möchte vom Männchen weg das abgespielt haben. Genau, so möchte ich das. Also, du siehst, jetzt wird wieder alles in einer Szene gezeichnet. Jetzt kommt mein Text. Und jetzt kommt noch die Spinne. Da bin ich jetzt zufrieden, so wollte ich das haben. Und jetzt möchte ich dir noch das Gesamte zeigen. Dazu klicke ich hier auf diesen Button, dann wird es vom Start weg abgespielt. Und dann siehst du die komplette Szene, die wir jetzt erstellt haben. Also das ist, es beginnt jetzt hier wieder beim Computer. Dann kommt der Haifisch rein. Jetzt kommt hier meine Webadresse, meine Domain. Und jetzt switcht es rüber zur nächsten Szene und da kommt jetzt eben dieser Benjamin, dem langweilig ist. Und jetzt kommt noch die Spinne, damit die Langeweile vorbei ist, denn vor denen hat er ein bisschen Angst. Okay, ja, das war's zu diesem Video. Diese beiden Einstellungen wollte ich dir zeigen und ja, das werde ich jetzt vor allem hier wieder abspeichern. Fertig. Und das war es jetzt schon wieder zu diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Gefällt mir freuen. Hinterlass mir auch gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal für die weiteren Updates und für die weiteren Tutorials. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Video.